Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Limbo. Diese müsste, glaube ich, jetzt etwas verspätet kommen oder etwas spät zumindest, denn ich hatte schon eine Folge aufgenommen. Zu einem war ich sehr demotiviert und schlecht drauf, weswegen die Folge an Qualität nur so gemangelt hat. Und zudem war ich halt ziemlich angepisst. Und dann hat Gott aber drauf geguckt und gesagt, yo, die Folge ist ziemlich scheiße, ich lösche jetzt sowieso deine Audio. Und das fand ich dann ganz gut. Und deswegen machen wir es nochmal. Ja, diese Elektroteile hätten mich gerade ziemlich schnell umgebracht. Aber da hatte ich nochmal Glück. Den Fall überlebt der Limbo. Und an die Liane springen wir easy dran. Und den Schalter legen wir um. Denn Strom ist nicht gesund für dich. Ja, was ist heute so passiert? Wir haben heute Schule gehabt, wie fast jeden Tag. Nichts sonderlich Spannendes. Morgen ist dann Freitag. Freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Dann kann ich am Wochenende wieder ein bisschen chillen. Ja. Also, okay, das habe ich auf jeden Fall gut gemacht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr... Dafür kann man auch mal klatschen. Aber dafür kann man klatschen. Ich meine, guckt euch das an. Ist das nicht großartig? Ist doch gut, oder nicht? Das war doch qualitatives Gameplay mal wieder. Ach, du Scheiße. Meine Fresse. So, ja, nee. Also, ich freue mich auf Freitag. Denn, Freitag... Ich bin dumm. Freitag ist ein schöner Tag, denn da ist dann Wochenende. Ja. Warum freue ich mich aufs Wochenende? Gute Frage. Ich habe eigentlich überhaupt gar keine Antwort dafür. Außer keine Schule ist da nämlich nichts toll dran. Ich bin die ganze Zeit zu Hause. Meine Eltern gehen ziemlich auf den Senkel. Ich kann kaum aufnehmen. Also im Grunde genommen ist es ja schlechter. Weiß nicht. Aber es macht schon Spaß, Wochenende zu haben. Ja. Ich muss gestehen, ich kann heute nicht sehr, sehr viel aufnehmen. Denn mir fehlt es an Zeit. Pow. 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 Ich habe nämlich noch etwas zu tun. Weil jetzt fragt ihr euch, oh. Wie? Was hat er denn zu tun? Und ich sage nur... Französisch Hausaufgaben. Und ihr sagt, was? Warum sollte man so etwas machen wollen? Und ich sage, ich möchte das nicht. Und mein Lehrer sagt, machst du trotzdem? Und ich sage, haha, das ist eine gute Idee. Ich habe sowieso schon eine 4. Ich sollte es vielleicht tun. So, dementsprechend weiß ich hier auch schon die Rätsel. Also, großteils. Die sind aber eh nichts sonderlich Besonderes. Es ist meistens nur halt so, dass man verreckt. So. Hier bin ich zum Beispiel ziemlich oft unnötig verreckt. Weil man muss es eigentlich nur einmal anschieben, dann fällt das runter. Und macht ganz viel Krach. Denn es ist so, jetzt haben wir hier wieder den Kollegen, der uns dezent auf den Sack gehen will. Und ich habe den natürlich zweimal eingesammelt und gemerkt, das geht ja gar nicht. Bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, den Feuer zu aktivieren. Aber ja, das dauert natürlich immer. Ich bin halt nicht so schnell im Kopf. Schade. Ja, diese Folge wird dann wahrscheinlich morgen kommen. Ich guck mal, dass ich gleich noch Paper Mario aufgenommen bekomme. Wie gesagt, ich konnte jetzt nicht, kann jetzt nicht so viel machen heute. Und eigentlich wollte ich auch mal jetzt ein bisschen sehr viel mehr Arbeit in Effekte und sowas stecken. Und das habe ich auch schon, habe ich auch schon mal bei einer Paper Mario Folge versucht. Das ist natürlich dann so gekommen, dass die also die Folge an sich nicht, aber Camtasia einfach die Folge falsch gerendert hat, sodass ich einen Großteil nochmal hätte schneiden müssen. Das habe ich dann dezent gelassen. Das war nebenbei die Comeback-Folge, also nicht die jetzige, sondern davor hatte ich ja schon mal eine Paper-Mario-Pause.
weiß nicht, 29 oder sowas. Das war der Fall. So. Auch wieder eine Stelle, an der ich sehr oft gestorben bin. Da muss man sich wirklich konzentrieren. Diese Teile sind schon nervig, diese Kreissägen. Und hopp. Mann, ey. Da hat er das eine Bein abrasiert. Jetzt heul nicht rum. Du musst dich nicht gleich komplett zerstückeln lassen, ja? Meine Güte. Wie er direkt stirbt, Alter. Das ist das eine Bein in der Kettensäge und denkt sich, oh nein, das tut jetzt so weh. Ich kann jetzt gar nicht mehr atmen. Das war... Ich war richtig entsetzen jetzt. Ja, was ist noch alles so angesagt? Ja, also, ich muss halt noch sehr viel Französisch machen, was mich ziemlich aufregt, weil ich... Französisch ist einfach wirklich nicht mein Fach. Ich kann es nicht, ich will es definitiv ab und es ist auch wirklich nicht mein Fach im Grunde vom... einfach aus dem Grund, da ich... erstmal die Sprache an sich finde ich richtig scheiße. Das ist einfach richtig... Alle immer, oh, Französisch, so eine wunderschöne, tolle Sprache. Die klingt überhaupt nicht wie Scheiße aus dem Mund eines behinderten Dreijährigen. Doch, tut sie. Und man sabbert dabei sehr viel. Jetzt fragt man sich, oh, was ist denn sein Problem mit der französischen Sprache? Eine Sprache, die E-A-U schreibt, um O auszudrücken. Meine Fresse, da kriegst du doch echt AIDS. So. Das habe ich auch geschafft. Da bin ich so oft gestorben. Das hat mich so aufgeregt, ne? So, dann. Und bam. Ja, das war auf jeden Fall schlau. Da kann man auch wieder klatschen. Das war nämlich wieder eine Leistung, die man so... Die sieht man auch nirgends. Das ist qualitativ hochwertiges Gameplay. Ja, das juckt mich jetzt nicht. Meine Nase hat gejuckt. Da kratze ich mir lieber die Nase, anstatt Limbo am Leben zu lassen. Du bist eh irgendwie unsterblich, also heul nicht rum. Ja, der März ist angebrochen. Was kann man sagen? Irgendwie freue ich mich. Irgendwie habe ich keine Lust drauf. Warum ich mich freue? Nun gut, Nintendo Switch ist natürlich jetzt am Stissel. Für mich noch nicht, weil die natürlich erstmal ausverkauft sein wird. Muss man gucken, wann man drankommt. Und das Zimmer, wenn es dann in ein paar Wochen mal fertig ist, es wäre wirklich ganz schön, wenn es irgendwann mal kommen würde. Aber wenn es wirklich fertig ist, das ist so voraussichtlich am 15. Und das ist für mich noch viel zu lange. Ich habe das viel früher eingeplant, ja. Also das ist schon ekelig. So. Hier runter und jetzt geht's da hoch. Schaffe ich das? Ja, schaffe ich. Kein Problem. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall trotzdem auf das Zimmer. Auf jeden Fall sehr schön werden. Und dann werde ich da auch dann mit dem neuen PS4-Projekt anfangen. Dazu werde ich mir eine Capture Card holen. Das wird ehrlich toll. Aber dann habe ich die Französischarbeit in 9 Tagen, die ich restlos verscheißen werde. Die, was habe ich noch? Die, na ja, natürlich, die, wie heißt's? Ich habe die Deutscharbeit am 27., die Mathearbeit am 23. und so weiter. Zwischendurch noch ein paar Tests. Kann man ja noch reinschieben, weil arbeiten ist ja richtig easy, ne? Haben man kein Problem mit. Ja, also das ist wirklich richtig scheiße. Komm mal her. Komm mal her, ich leg dich hier drauf. Mach's so gut. Wird schon seinen Sinn haben. So. Und hoch hier. Ja, also, im Grunde genommen ist es ja eigentlich ein ziemlich schöner Monat für mich, finde ich. Ich frage mich nur, wie ich das hier... Wie lebst du? Wie lebst du? Das ist eine ernst gemeinte...
Okay, ich habe ein Achievement bekommen, alles klar. Das ist doch eine ernst gemeinte Frage. Wie lebt dieser Dude, ja? Ich meine, er ist einfach face first richtig weit runtergefallen. Das kann doch kein Kind überleben, oder doch? Also wirklich, sein Gesicht müsste eigentlich richtig mus sein jetzt. Aber wenn er aus 2 Metern runterfällt, oh nein. Das ist manchmal wirklich so dumm. Irgendwas muss ich mit der Kiste machen. Ah, ich weiß es schon, ich weiß es schon. Ja, ich weiß es schon. Komm mit. Komm. Mit. So. Nimm doch die Kiste! Ah, großartig gemacht, Mann. Großartig. So. Und hoch. Hoch. Danke. Pack die Kiste an. Großartig. Und runter. Oder du lässt es. Und nun schieben wir die Kiste runter. Und die Kiste wird weggeschoben. Schön. Aber wie gesagt, März... Es kann ein guter Monat werden, es kann ein sehr schlechter Monat werden, weil es kommt halt echt drauf an, wie das jetzt alles verläuft. Im Grunde genommen hätte ich es ganz gerne, wenn... was mache ich hier jetzt? Im Grunde genommen hätte ich es ganz gerne... Ah, muss ich jetzt wieder... Im Grunde genommen habe ich nichts gegen den März. Es ist auch kein Problem, Arbeiten zu schreiben, versteht mich nicht falsch. Das Problem ist erstmal natürlich immer die Zeit, in der die Arbeiten geschrieben werden. Was mich mega aufregt, die werden nämlich immer sehr schnell hintereinander geschrieben. Das ist eine Sache, die richtig unnötig ist, weil wir hatten jetzt so viel Zeit und die Themen wiederholen sich ja. Also es sind ja jetzt keine komplett neuen Themen. Okay. Und nun? Ja, das war voll die schlechte Idee eigentlich. Hatte ich jetzt so nicht vor. So. Da ist eine Kreissäge. Was muss ich denn machen? Ich muss doch da rechts hoch, oder nicht? Oder wo muss ich hin? Ja, eigentlich schon. So. Man löse mir ein Rätsel. Ja, okay, das war nicht so gut. Aber ich weiß jetzt ungefähr, wie ich es machen muss. Das habe ich besonders gut gemacht. Aber ich frage mich halt, warum er dadurch stirbt. Ich meine, er kann einfach mit dem Gesicht richtig fett, face first, irgendwo reinballern. Aber wenn er, sobald er auch nur einmal irgendwas auf seine kleine Madenbirne bekommt, dann heult er rum oder was? Verstehe ich nicht. Kacke. Kacke, kacke, kacke. Ich muss einen richtigen Rhythmus finden. Ah ja. Wie gesagt, ich habe immer noch nichts dagegen, dass Arbeiten geschrieben werden. Aber erstmal werden die viel zu schnell auseinander geschrieben. Ineinander geschrieben. Das schaffe ich wieder nicht, oder? Nee, da kann ich mich direkt wieder umbringen gehen. Und zudem ist es das Thema, was ich dieses Mal überhaupt nicht beherrsche in allen Themenbereichen. Und das ist natürlich ziemlich, ziemlich schlecht. Das heißt, ich muss viel lernen. Das Problem in Mathe ist es nicht. In Mathe ist nicht das Problem. Englisch auch nicht. Deutsch ist schwierig und lösbar, aber ja. Was laber ich? Erdkunde ist scheiße und Französisch kann ich gar nicht. Jetzt müsste es klappen. Huah! Ja, nice! Ich hab's geschafft! Und die Kreissäge zerblättert das und ich bin frei raus und habe hier wieder Gras. Gras ist doch... Ah, ich kann mich...